Hey, yo Leute, Crimex hier und in diesem Video werde ich einen brandneuen Glitch zeigen, mit dem man einen Jumbo-Chat im Online-Modus bekommen kann, den man normalerweise nur in gemoddeten Missionen oder im Singleplayer-Modus haben kann. Und wie dieser Glitch funktioniert, das seht ihr jetzt. Bevor es mit dem Glitch losgeht, noch eine kleine Info, und zwar wurde mir dieser Glitch von IndieZock zur Verfügung gestellt und sein Kanallink ist auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Alles, was ihr für diesen Glitch benötigt, ist ein Freund, der euch dabei helfen kann, und mit diesem begebt ihr euch dann einfach auf den Flughafen zu diesem Hangar, in dem auch der Titan spawnt. Ich denke mal, die meisten von euch dürften wissen, um welchen Hangar es sich dabei handelt. Seid ihr dann dort angekommen, dann stellt ihr nun einfach beide noch euren Spawnpunkt auf letzter Ort und euer Kollege geht nun einfach auf Start online und hostet einfach irgendeine Mission von Rockstar Games erstellt. Dabei ist völlig egal, welche Mission, ist nur wichtig, dass ihr hierfür eine Mission nimmt, weil man dann wieder an dieser Stelle gespawnt wird. Ihr nehmt in dieser Zeit einfach irgendeinen Singleplayer-Charakter, sodass ihr in den Singleplayer-Modus kommt. Dabei ist völlig egal, welchen Charakter ihr hierfür auswählt, und wenn euer Kollege nun in diesem Missionsfenster ist, in dem man eben diese Mission starten kann und auch Freunde einladen kann, muss euer Freund euch einfach zu dieser Mission einladen. Ihr nehmt diese Einladung natürlich an, und wenn es euch dann raus in die Wolken zoomt, dann kommt nochmal eine Meldung, ob ihr zuschauen möchtet, und diese Meldung müsst ihr dann ablehnen. Das getan, dann kommt ihr trotzdem in den Online-Modus, und da ist aber alles total verglitscht und verbuggt, also andere Spieler sehen euch da auch nicht und die Minimap ist unten links auch nicht mehr vorhanden, und dann kommt plötzlich von links ein Jumbo-Chat angeflogen und dann müsst ihr einfach auf die Startbahn rennen und diesen Jumbo-Chat aufhalten. Ihr müsst einfach nur Dreieck drücken, um in den Jumbo-Chat reinzukommen. Der IndieZock hat sich jetzt hier erstmal überfahren lassen, das war aber auch nicht weiter schlimm. Ihr müsst einfach bloß möglichst schnell in diesen Jumbo-Chat reinkommen, weil ihr auch nach einer gewissen Zeit wieder in den normalen Online-Modus gespawnt werdet, aber in dieser Zeit müsst ihr eben in den Jumbo-Chat drin sein, sodass ihr eben mit dem Jumbo-Chat zusammen in den normalen Online-Modus reinkommt. Heißt, beeilt euch da einfach ein bisschen und schaut, dass ihr möglichst schnell in diesen Jumbo-Chat reinkommt. Sollte mal kein Jumbo-Chat kommen oder ihr solltet diese 30 Sekunden, die ihr eben Zeit habt, verkacken, dann ist auch nicht weiter schlimm. Dann geht einfach wieder in den Singleplayer-Modus und euer Freund muss euch dann einfach wieder zu dieser Mission einladen. Also ist nicht weiter schlimm. Ja, wenn ihr dann in dem Jumbo-Chat drin seid und ihr werdet dann wieder raus in die Wolken gezogen, dann habt ihr den Glitch auch schon richtig gemacht. Jetzt seid ihr mit dem Jumbo-Chat zusammen im freien Online-Modus und eure Freunde werden sich auf jeden Fall fragen, wie ihr das geschafft habt. Also ein wirklich ziemlich cooler Glitch. Und ich feiere jetzt auf jeden Fall, dass man durch eine so einfache Art und Weise, durch einen so einfachen Glitch, einen Jumbo-Chat in den freien Online-Modus bekommen kann. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool und ich denke mal, da kann man richtig viel Spaß mit seinen Freunden haben. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann brüllt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.